Ja, Digga, komm, wir gehen mal rein. Wir fangen erstmal an mit Coin-Konzept, Dickerschen. Wir fangen erstmal an mit Coin-Konzept, Dickerschen. Kein Konzept hat mal wieder ein neues Video hochgeladen. Twitch am Limit, Papa Platte. Rettet Deutschrap. Weiß ich jetzt nicht, Alter. Ich glaube, wenn jemand Deutschrap rettet, dann ist es natürlich Danny, das ist doch klar. Ich würde sagen, wir gehen rein, let's go. Ein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das Digga, es ist schon wieder. Bro, bitte. Jetzt mal ganz ehrlich, Digga, mach doch einfach dein gottverdammtes Intro ein bisschen leiser. Jedes verdammte Mal, Digga, jedes verdammte Mal, Bro, werde ich hier dumm, Alter. Ich schwöre es dir, das macht mich einfach taub. Alter, krass, war das gerade deine Mutter? Ja. Kannst du mal zurückmachen? Nee. Ich würde gerne deine Mutter nochmal sehen. Mente gegen seine Hyperaktivität. Aber deine Mutter ist doch auch sweet. Digga, so eine Scheiße, Alter. Das sind Uhrzeiten, da schreibe ich auch mal gut und gerne gute Nacht. Ich sage euch, wie es ist. 7.45 Uhr. Also da würde mich nichts aus dem Bett bringen. Also da könnt ihr auch die Rezeption anrufen und zwar Sturm. Ja, ihr würdet mich nicht bewegen, Mann. Manche versuchen vielleicht um 15 Uhr zu pennen. Ja, so ein Ding. Wie ich das finde, sage ich dann danach. Was soll ich dazu sagen? Chillig, Digga. Danke für dein Feedback, Bro. Ach, Junge, wasch dir doch einfach den Kopf. Digga, Mickey, wasch dir doch einfach die Haare, Junge. Digga. Junge, jetzt sind die ganzen Schuppen da drin. Oh. Junge. Ich kann selber nicht glauben, was. Lol, er hat ein Get Under My Level Schürze, Digga. Get Under My Level, oder? Ah, jetzt kommt ein Placement. Geil! Endlich Werbung! Digga, der Bro, nehmt ihm das Kokain weg, no joke. Was heute passiert? Oh. Geil! Das bringt doch nichts, Alter, was ist denn mit ihm los? Entweder sind sie Steroide oder das Kokain, ich weiß es nicht. Junge, wie kann man denn noch hyperaktiver und lauter sein als ich? Sehe ich hier einen Porsche? Oh ja, Digga, was ist denn? Junge, was ist denn da los, Digga? Alter! Es ist ein Paar! Geile Fähigkeiten. Könntest du vielleicht meinen guten Kollegen Mein hat er Schwanz grüßen? Der hat heute Geburtstag. Er macht's nicht, oder? Meinhard! Grüße gehen raus an ihn. Und alles Gute zum Geburtstag, Mann. Schönen Abend. Hey. Du bist eigentlich nicht schlecht, aber dein Spielstil ist komisch. Was ist das für eine Aussage? Du bist eigentlich kein nerviger Zuschauer, dein Schreibstil ist komisch. Okay, da ist wohl jemand persönlich angegriffen. Was machst du jetzt? Voice Cracks mit StreamerInnen vergessen, dass Sache dabei ist. Keine Ahnung. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe keinen Voice Crack. Das, was Kili gestern in seine Story gepostet hat, ist kein Voice Crack gewesen, Digga. Guck mal. Digga, das ist einfach nur, was der da gestern in seine Scheiß. Digga, dieser Clip hier, ja? Ich zeig's euch. Pass auf, ich zeig's euch. Das hier ist kein Voice Crack. Ich sag's euch. Ich hab fast nie Voice Cracks. Ich hab fast nie Voice Cracks einfach. Pass ich auf. Meine Stimme ist immer stabil. Eine Stunde später. Ich schweige auf. Ja, es ist sehr widersprechend, da hast du recht, Bro. Das ist kein Voice Crack gewesen. Das war kein Voice Crack. Das war doch kein anständiger Voice Crack, oder Chat? War das ein Voice Crack? War das ein Voice Crack? Es war kein Voice Crack. Nein! Warum doch? Okay, alle, die doch geschrieben haben, werden gebannt. Community jetzt auf null. Wenn das Kochen ist, dann hab ich's smartet. Ey, wie ist es so mit Brasel-Timot? Keine Ahnung, ich benutze sie nicht. Oder ist der bei Abarth? Wegen. Meinst du, weil ich dran bin, Kalle? Richtig gut, Kevin. Ja, hättest sogar Zeit gehabt, weil da keine Gegenspieler ist. Sogar noch ist. Und ich find's auch gut, dass das Video. Dave, das schneidest du raus. Nennen Sie einen Bundeskanzler vor Schröder. Wichtig. Martin. Wichtig. Joachim Gauck. Nein, Gauck. Nein! Und was? Philipp Amthor, oder? Echt, wie krank, dass Menschen jedes Jahr ein Jahr älter werden. Kann man Danny einfach nicht auf irgendeine Schule. Digga, es war Autotune bei mir, no joke, es war kein Voice Crack. Kann man Danny nicht einfach wirklich in so eine Schule schicken,
wo der nochmal die Grundbildung von sämtlichen Dingen mitnimmt, der arme Alter. Dem muss wirklich geholfen werden, ehrlich. Der muss wirklich geholfen werden. Der ist nicht alleine lebensfähig. Der darf nicht in eine WG mit irgendeinem nach Berlin ziehen oder so. Der will ja umziehen. Digga, der dreht durch. Der braucht einen Betreuer. Ich find's echt insane. Warum Deutschrap gerettet ist. Okay. Digga, Diamantkatze. Ich frage mich, was man sieht, wenn man blind ist, weil man sieht ja nichts. Ja, nichts. Wenn man blind ist, sieht man nichts. Aber wenn man nichts sieht, was sieht man dann? Schwarz, nichts. Man kann ja nicht nichts sehen, aber... Ja, nichts, man schwarz, also man sieht nichts. Wenn du nichts siehst, dann ist es doch so, als wenn man nichts sieht. Pennt der Bro mit offenen Augen? Pennt der Bro mit offenen Augen, Dicker? Hast du schon mal geschlafen? Hast du schon mal geschlafen, Dicker? Hast du schon mal geschlafen? Weißt du, was schlafen ist, Bro? Junge. Lass es. Als ich letztens mit Sascha telefoniert habe, übrigens spontane Telefonsession, ne, haben wir ein bisschen Dirty Talk gemacht, circa 1,5 Stunden telefoniert auf, korrekt. Digga, das hatte ich letztens auch mit Tim Gabel. Plötzlich, ich bin am Telefon, eine Stunde telefoniert. Ganz weird. Also ich will jetzt Sascha nichts vorwerfen, ne? Auf keinen Fall auch irgendwas behaupten, was nicht stimmt, aber das Geräusch klang schon auch so, als hätte er sich im Laufe des Nichts ist nicht schwarz. Blinde sehen nicht einmal schwarz. Weiß? Es muss ja irgend... Okay, wenn ich jetzt so die Augen aufhabe, okay, ich mach die Augen zu und schaue, dann sehe ich actually auch nicht schwarz, dann sehe ich einfach nichts. Gesprächs 2-3 Kippen angezündet und herzhaft dran gesippt. Ich kann mich aber auch irren. Macht dir gerade jemand Auge? Wie nah... heißt übrigens Wien auf Englisch, das ist die Hauptstadt. Vienna ist Österreich. So, mir reizt, dem hau ich auf die Fresse, wenn ich in Madeira bin. Von Schweiz. Nee, warte mal. Nee, ich distanziere mich. Stopp, das war falsch. Vienna ist die Hauptstadt von München. Kann ich mal eine Menge Fragezeichen ganz kurz in den Chat haben? Kann ich mal ganz kurz eine Menge Fragezeichen für den BS in den Chat haben, Alter? Also, Kevin, diese ganzen Fragezeichen sind wirklich dir gewidmet, Digga. Noch nie jemanden gesehen, der so unglaublich dumm ist. Und selbst wenn du dich dumm gestellt hast, Bro, ist das absolut peinlich. Es ist absolut peinlich. Ich finde, du solltest Twitch-Verbot bekommen für eine Woche. Auf die stille Bank, ganz schnell. Oh mein Gott, ich habe so dumme Scheiße gerade gelabert. Oh mein Gott. Vienna ist der Flughafen in Österreich. Oh mein Gott, Vienna ist die Hauptstadt von München. Oh mein Gott, ich meinte, Vienna ist die... Ach komm, ey, ach, ich hab... When you try your best, but you don't. Aber gefüllt, by the way, ne? Oh no. Was ist das? Digga, was ist das? Was ist das für ein Scheißhaufen? Aber was ist das, Chat? Was ist das? Ist das ein Brot? Kuchen? Berliner? So sieht doch kein Berliner aus. Digga, das sieht aus wie Mutterkuchen, Digga. Das sieht aus wie ein Mutterkuchen. Berliner sieht doch nicht so aus, Digga. Berliner ist doch nicht so groß. Welcher Berliner ist groß wie ein Teller? Brösel und mit Apfelmus? Was ist Brösel? Brösel ist das, wenn ich in ein Brötchen beiße und es runterfällt. Aber gefüllt, by the way, ne? Oh no, I hope I don't fall. Was für Brösel? Schildfrosch! Schildfrosch? Schildkröte? Es ist die Schildkröte! Oh. Ey, Junge. Schildfrosch wahrscheinlich, oder? Oha, was ist das denn? Was ist das denn für eine Katze, Bro? Was ist das? Ich habe eine Frage, Kevin. So. Woher kannst du das so gut? Kevin ist nicht ohne Grund so groß auf Twitch geworden. Kevin hat sich tatsächlich damals, als ich Kevin kennengelernt habe, bei mir extrem eingeschleimt, hat mich am Flughafen, als wir auf dem Weg zur TwitchCon nach Berlin waren, wie ein Fan angesprochen und ist mir dann konstant in Köln auf den Sack gegangen und hat mich immer wieder ausgenutzt, um ins Bootshaus reinzukommen. Orange in meinen Augen einer der ekelhaftesten Menschen, die es auf Twitch gibt und den sollte man auf jeden Fall mit Anlauf ins Gesicht schlagen. Das war natürlich nur ein Witz, Orange hat komplette Ehre, das war auch natürlich nur ein Witz, na klar. Oh Junge, Alter, zieh durch das rein, Männer. Alter Junge, Traum. Alter, ich liebe Schnee. Bist du dumm? Es ist April. Wetter in Deutschland.
Ist wirklich so, Junge. Wichser! Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Ich steck so viel Arbeit in deine Mutter rein. Man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Hahaha, klipp das, klipp das, hahaha, klipp das alles, klipp das, schick das an kein Konzept, klipp das, ihr Wichser, ihr Blöden! Ich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug, also abonniert kein Konzept oder Big Mac, bann den weg.